Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Night of the Revelled. Ja, das letzte Mal haben wir quasi das Tutorial, das wir hier über dieses Radio bekommen haben, gestartet. Und dieses Mal wollen wir uns noch ein wenig weiter umschauen, was wir überhaupt machen müssen. Aber hier oben links ist am Ende des letzten Parts so ein Zeichen erschienen, wo wir wieder anklicken können. Aber da ich es nicht direkt angeklickt habe, ist es leider wieder verschwunden. Und weil ich das eigentlich am Anfang von diesem Part machen wollte, würde ich mal schauen. Ich glaube, das kann man auch sonst auch irgendwie über das Menü aufrufen. Aufrufen, ja. Aufrufen vor allem. Nee. Ich meinte dieses Menü. Da haben wir ein Tagebuch, genau. Was haben wir denn hier Nettes? Erstmal wieder einen netten Datenbalken. So. Jerry winkt ein leckeres Stück Kuchen, aber dazu braucht Jerrys Mutter einen Korb voll Brombeeren. Nur noch 2 Tage Sommerferien. Auf ins Abenteuer. Jerrys größter Traum ist es, Zauberer zu werden. In der Nacht beobachteten ihn leuchtend rote Augen durch das Fenster. Eine seltsame Lichtung, ein sagenumwobener Baum, eine schwarz gekleidete Gestalt und ein Reisekoffer. Wie geheimnisvoll. Ein Fremder kann dich durch den Nebel führen. Achso, das war jetzt das von vorher. Das Neuere ist oben, okay. Ja. Also ich muss das von unten nach oben lesen, quasi, die einzelnen Abschnitte. Die ist auch verstanden. Erstmal weiterspielen. So. Fragezeichen. Kann ich hier eigentlich auch Speichermenü? Dann schauen wir uns das doch mal an. Wie das so aussieht. Ah, okay. Ja, speichern. Ah, da muss. Weiterspielen. So. Reife rote Johannisbeeren. Kann ich die auch betrachten mit Rechtsklick? Oder nur im Inventar? Nur im Inventar, okay. Dann nimm sie mal. Oh, die sehen echt lecker aus. Sind die sauer. Warum falle ich immer wieder auf Johannisbeeren rein? Das muss an der knallroten Farbe liegen. Tja. Okay. Brombeeren brauchten wir, nicht Johannisbeeren. Gut getarntes Geheimversteck? Keine plündernden Nachbarskinder in Sicht und auch keine Spur vom Gremlin-Wolf. Wie immer, die Luft ist rein. Mein Geheimversteck. Nicht auszudenken, welchen Schaden meine legendären magischen Werkzeuge in den Händen eines weniger genialen Zauberers anrichten könnten. Die ganze Welt wäre in Gefahr. Was haben wir denn da? Streichhölzer? Knaller und meine Goldmünze. Das Abenteuer kann beginnen. Ja, saugefährlich, die Dinger. Oh, das machen wir besser wieder zu. Man weiß ja nie. Nachher nimmt der Gremlinwolf noch meine Witterung auf. So, Münze mit Loch. Meine Glücksmünze. Mit der habe ich immer Zaubertricks geübt. Knallen wird der bestimmt nicht mehr. Da kommt schon das Schwarzpulver raus. Aber das ist doch der Knaller. Nur noch ein Streichholz übrig. Ja, hier, mit dem Streichholz kannst du es hier... Dafür ist mir mein letztes Streichholz zu schade. Schade. Ladung defekt. Sprengung unmöglich. Schade. Ich wollte die Münze sprengen, was? Ladung defekt. Sprengung unmöglich. Ja. Da hat jemand einen Clown gefrühstückt, hat da jemand. Verlassenes Nest? Früher haben Spatzen in diesem Nest gewohnt. Vielleicht zieht ja nächsten Frühling wieder jemand hier ein. Haselnuss und Briefkasten. Leer. Ich glaube, Mama hat die Post vorhin schon mit reingenommen. Süß duftende Erdbeeren. Lecker. Oh, süß und saftig. Saftig und süß. Ja, Mama, schon gut. Ich esse nicht alle auf. Was? Jerry, du sollst nur nicht vergessen, deine Schulsachen zu packen.
Ja, mach ich morgen. Schule. Morgen, morgen, nur nicht heute. Ich steck mir eine Karotte für später ein. Sollen ja gut für die Augen sein. Und einem Abenteurer wie mir darf nichts entgehen. Steck eine Karotte in dein Ohr. Seltsam. Fußspuren. Hier unter meinem Fenster muss letzte Nacht ein großes Tier durch das Karottenbeet gelaufen sein. Das waren die roten Augen. Anhand der Spuren lässt sich sagen, dass es sich um ein geheimnisvolles, längst ausgestorbenes Säugetier handeln muss. Den Gremlin-Wolf. Seit ich Junior-Mitglied im Dschungelforscherclub geworden bin, klingen meine Theorien noch überzeugender. So viel Kompetenz für nur 2 Mark pro Quartal. Mann. Da will ich nur einmal eine Aufnahme machen und dann... Jetzt habe ich den letzten Text nicht mitbekommen, aber das schaue ich mir dann im Display selber an. Verwitterte Statue. Wir nennen den alten Stein hier den Zwerg. Mama sagt, er hat schon lange vor uns hier gewohnt. Pass weiter gut auf uns auf, alter Zwerg. Ja, das wäre echt schön von dir, alter Zwerg. Ah, hier, ich kann auch mit dir reden. Mama? Ja? Was sollte ich für dich sammeln? Heidelbeeren oder wie? Brombeeren, Jerry, Brombeeren. Nimm den Korb auf der Fensterbank mit. Die Beeren nicht einfach in die Hosentasche stecken. Nein. Danke. Und da sagt mal einer, mit 12 kann man nicht mehr dazulernen. Tja. Mit 12 fängt das Lernen erst an, mein Lieber. Mit 12 fängt das Lernen erst an. Sowieso, du lernst dein ganzes Leben, ne? Was haben wir hier? Laternenpfahl. Oh, wie oft ich mir hier schon einen Splitter gezogen habe. Tja, und hier? Wer wirft denn hier einfach seinen Müll in die Natur? Unglaublich. Ey, aber unbedingt diese Umweltverschmutzer, das geht ja mal gar nicht. Ja. Laternenpfahl. Ach so. Es ist ein klassisches Point-and-Click. Diese kleinen Tierstatuen haben die Leute hier vor langer Zeit aufgestellt, damit sie Wanderern Glück bringen, sagt Mama. Vor ein paar Jahren waren es aber mehr, glaube ich. Ja, ein klassisches Point-and-Click. Hier muss man auch richtig noch mit dem Mauszeiger den Bildschirm absuchen. Anders als bei Die Kunst des Mordens, was mein letztes Let's Play mein letztes Point-and-Click war, was ich gespielt habe. Ja. Würde ich aber auch mal sagen. Die Eulenmauer. Die führt bis zum großen Baum im Die Mauer Land. Muss weg. Die Mauer muss... What the fuck? Eine futuristische Stadt. Die Stadt sieht aber schon wieder ganz schön grau aus heute. Als ich jung war, gab es hier nur Felder, soweit man sehen konnte. Nee, aber im Ernst. Seit sie den Supermarkt neben der Schule gebaut haben, sieht es da unten noch trauriger aus. Schule. Nur noch 2 Tage Sommerferien. Dann sitzen wir wieder da unten. Das ist traurig. Naja. Noch 2 Tage Abenteuer. Manchmal finde ich, die Statue sieht verfressen aus. Und manchmal ausgehungert. Woran das wohl liegen mag? Wie lang scrollt der Bildschirm hier noch? Eine kleine... Sie sieht so zufrieden aus. Hasenstatue, okay. Ja, es ist ja auch die Nacht des Hasen, also da könnte noch was mit passieren, würde ich mal so behaupten. Hier, Brombeeren. Ah, da hinten gibt es noch eine ganze Menge Brombeeren. Aber dieses dornige Gebüsch ist im Weg. So... Ein dorniger Busch blockiert den Weg. Weiterspielen. Dorniger Busch. Dieses stachelige Gebüsch scheint zu glauben, mich von den saftigen Brombeeren da hinten fernhalten zu können. Jemand sollte ihm eine Lektion erteilen. Aber wirklich, das ist unerhört. Autsch! Diese Runde geht an dich, dorniger Busch. Dumm!
1:0 für den Busch. Und was haben wir hier? Ja. Erstmal wieder den Ladeskrim. Ah. Wie ruhig es hier ist. Als ob die Stadt meilenweit weg wäre. Dabei ist sie gleich niemand. Hier haben wir einen Kreidebruch. Und was finde ich in diesem Kreidebruch? Mit diesem Kreidestein kann man echt gut zeichnen. Ich nehme mir einen mit. Das ist echt schön, ja. Man weiß ja nie. Und den schweren runden Stein nimmst du bitte auch mal mit. Man weiß ja nie. Was soll ich mit dem schweren Felsen machen? Einstecken oder beitragen kann ich ihn nicht. Na, in den Tümpel werfen. Ich leg den schweren Stein zurück. Ah, das geht echt in die Arme. Ein seltsam geformter Fels. Früher habe ich mich immer auf diesen Felsen gesetzt, weil er wie ein dickes Tier aussieht, das man reiten kann. Jetzt bin ich zu alt für sowas. Ja, hier, der Rufus, der hat den Stein jetzt einfach hier irgendwen an den Kopf geknallt. Der alte Baumpfad. Hier soll es einmal einen alten Wanderpfad gegeben haben. Vielleicht heißt der Baum deshalb Pfadbaum. Jetzt ist hier jedenfalls Sackgasse. Schade. Hey, ein Stock. Den nehme ich mit. Ja. Wie viel ich schon im Inventar habe. Ja, jetzt nehme ich mir noch irgendwoher eine Schnur und dann packe ich da die Ding ran, die Karotte, und dann habe ich eine Karottenangel. Was auch immer das bringt. In einem meiner Bücher stand, dass Pilze nur an besonderen Orten in Kreisform wachsen. In der Nähe von Eingängen zum Reich der Feen. Aber dort stand auch, dass Feen sehr, sehr unfreundlich sein können. Und sehr, sehr hübsch. Ich will lieber keine treffen. Ach, jetzt komm schon, jetzt tun wir nicht so. Früher habe ich hier ab und zu nach Kaulquappen gefischt. Das Wasser sieht eigentlich ganz klar aus. Trotzdem riecht es hier ab und zu echt gruselig. Ja, du solltest auch nicht. Ja, du solltest auch nicht hier ins Wasser pinkeln. Meine Güte. Okay, ich glaube, hier viel mehr kann ich hier jetzt nicht machen. Alles, was ich wahrscheinlich finden sollte, war der Stock, mit dem kann ich jetzt wahrscheinlich das Gebüsch zur Seite packen. Ja. Dann will ich das doch auch gleich mal machen. So. Stock. Busch. Nun gut, ich habe keine andere Wahl. Touché! Ich wusste es. Der Busch stand zwischen mir und Mamas Brombeerkuchen. Ein tödlicher Fehler. Die sehen aus, als wollten sie gepflückt werden. Die kommen gleich in den Brombeerkuchen. Ja, meinung ich auch. Ja, wir haben noch irgendwelche anderen Beeren gefunden. Warte mal, kann ich die anderen auch noch pflücken? Mehr lecker aussehende Brombeeren. Die sehen auch aus, als wollten sie gepflückt werden. Und die sehen auch aus. Warum muss die Kreuzspinne ausgerechnet auf meinen Brombeeren wohnen? Vielleicht will sie beerensammelnde Abenteurer in die Falle locken. Ha! Hast du gedacht! Hast du gedacht! Aber nicht mit Jerry Haselnuss! Cherry Haselnuss, ach komm, du hast rein an der Waffel. Mit etwas mehr Beeren. Die letzten brauche ich auch noch, oder wie? Jo, Gute Idee. Der Stock, die Allzweckwaffe. Oh, jetzt ist es ab. Und du steckst den Stock einfach von unten in deinen Rucksack durch. Es müsste da eigentlich ein Loch drin sein und alles müsste rausfallen. Egal. Die schreien quasi danach gepflückt. Pflück mich! Pflück mich! Na los, pflück mich, du Idiot! Ja, ich weiß, dass das die Eulenmauer ist. Meine Güte. Korb mit vielen Beeren. Ja, das wird ja hoffentlich reichen. Mütterschen. Heute. Ja, ich will hier nur lang. Ich wollte die nicht angucken. So. Weg nach Hause. Mama, ich bin wieder daheim und ich habe dir viele schöne Brombeeren mitgebracht. Ich habe jetzt einen ganzen Korb voll mit Brombeeren. Dafür will ich aber das erste und größte Stück Brombeerkuchen bekommen.
Mama! Ja? Ich hab dir einen ganzen Korb voll Brombeeren gesammelt. Danke, Jerry Schatz. Dafür bekommst du auch das erste Stück Brombeerkuchen. Juhu! Moment! Nur das erste? Und das größte, Jerry! Die kennt den schon. Da ist der Haushalt der Familie Haselnuss knapp einem diplomatischen Zwischenfall entgangen. What the fuck? Was war das denn? Das war ein Wirbelwind, ein Wirbelsturm. War das? Hast du doch gehört hier. So. Ja, da steht doch nichts Neues, hallo? Okay. Hier, hast du nur schon Briefkasten? Irgendwas da drin bewegt sich. Steck die Hand rein und die Hand ist ab. Oh, heiliger Bim, bim, bam, bam. Okay. Mist, los, nun, rein mit der Hand. Solange es kein Gremlinwolf ist, habe ich... Genau, und der würde da eh nicht reinpassen. Das ist bestimmt nur wieder einer von diesen Waschbären. Ganz vorsichtig. Wow. Ja. Wow. Was war das denn? Der Brief ist einfach in meine Tasche geflogen. Ein fliegender Brief? Was da wohl drin steht? Ja doch, das Spiel gefällt mir schon sehr, sehr gut, muss ich schon sagen. Ja, ich lese noch den Brief hier und dann würde ich auch mal wieder einen Cut machen und man sieht sich dann das nächste Mal. Aber erstmal den Brief. Ein fliegender dreieckiger Brief? Und dann auch noch ohne Absender. Mal sehen, was drin ist. Lieber Haselnuss. Da ist ein seltsames Zeichen mit einem Gedicht darunter. Wie er eine Karottenflamme machte. Er schrieb mit Weiß das Zeichen auf den Stein. Dann musste Weiß ein weißes Pulver sein. Schwarz, das leicht entbrennt, wird heute nicht von Weiß getrennt. Schwarz und Weiß, die sich verbanden, dann am Grunde vom Gefäß verschwanden. Darauf folgten der Zutaten nun Dreie. Baumhaut, Baumfrucht und Wurz in strikter Reihe. Aus dem Gefäß malte er einen Kreis auf eine Kreuzung. In deren Mitte ruhte das Gefäß dann voll Bedeutung. Der Kreis ward mit Schwefelhölzern angesteckt. Hurra! Die Karottenflamme hat ihm gut geschmeckt. Ja, das öffnet dann wohl hier die das Tor zur anderen Welt, weil Karotte haben wir, hier vom Baum haben wir was, nämlich zweierlei hier, Hagelbutten, den Stock, die Schwefelhölzer oder wie es hieß, sind dann wohl die Streichhölzer, das Gefäß könnte die Cola-Dose sein, ihr versteht schon, worauf ich hinaus will, aber, ja gut, Tagebucheintrag hat man noch. Im Umschlag steckte das Rezept für eine Karottenflamme. Was ist das denn? Ja, das werden wir eventuell, wenn es nicht zu lang dauern sollte, ich hoffe mal nicht, im nächsten Part erfahren, was eine Karottenflamme ist. Also, ich mache dann hier wieder einen Cut und dann sieht man sich wieder das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Night of the Rabbit. Bis dann!